Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, in den letzten Monaten habe ich mich mehrfach an Sie gewandt mit grundlegenden Dingen unseres Zusammenlebens im Rahmen der Corona-Pandemie. Heute wende ich mich an Sie auch in einer grundlegenden Angelegenheit. Diesmal geht es um unsere lokale Demokratie. Um die Frage, wer sich demnächst an Sie wendet, um die Frage, wer demnächst darüber entscheidet, wofür in Gelsenkirchen Geld ausgegeben wird, der darüber entscheidet, welche Straßen gebaut werden, welche Schulen gebaut und welche Kinderspielplätze saniert werden. Es geht um die Kommunalwahl am Sonntag. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, die lokale Demokratie zu stärken und wählen zu gehen. Das tut nicht weh, das ist in 5 Minuten geschehen, aber es ist wichtig. In anderen Ländern kämpfen Menschen darum, überhaupt wählen zu dürfen. Sie kämpfen darum, dass demokratische Wahlen stattfinden. Und ich finde, das sollte für uns allen ein Anlass sein, hier unser Wahlrecht auch auszuüben. Deshalb meine Bitte, gehen Sie am Sonntag zur Wahl. Wählen Sie bei der Wahl des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin, des Rates der Stadt, der Bezirksvertretung, des Regionalverbandes Ruhr. Und da, wo Sie die Möglichkeit haben, auch den Integrationsrat. Und bitte wählen Sie dabei demokratisch.